Ich werde hier gleich abgeholt und dachte, ihr solltet mal wieder dabei sein. Wir sind da. Jetzt heißt es aufbauen. Ist eine ganze Weile her, seit meinem letzten Vlog. Endlich poste ich mal wieder was. Wer sich daran erinnern mag, an meinen allerersten Vlog, wo ich zum Musical Casting ging. Wir sind am Üben, fleißig am Üben. Und hier bin ich gerade. Das hier ist ein Teil vom Bühnenbild von diesen drei Musicals. Wir studieren ja gleich drei Musicals auf einmal ein und ich darf in allen Stücken dabei sein und verschiedene Rollen spielen und wollte euch erzählen, ganz kurz vor Premiere. Ja, und dann kam alles ein bisschen anders. Am Tag, als ich dieses Video schneiden wollte, lag ich im Spital. Ich hatte eine Blinddarmentzündung und musste operiert werden. Es hat gerade noch gereicht für diese Premiere, aber die ist natürlich jetzt schon vorüber und auch die ganze erste Woche. Aber es ist ja noch nicht alles vorbei und deshalb wollte ich das Video trotzdem fertig machen und schauen wir doch einfach weiter, ja? Das Ganze ist Teil einer Kampagne, die heißt Live on Stage und das ist eine Evangelisation von Netzwerk Schweiz. Ganz viele Kirchen sind involviert, wir sind in drei verschiedenen Regionen und eine ganze Woche lang wird jeden Abend ein Saal oder sogar ein Zelt gefüllt. Je eine Geschichte für zwei Abende, dann gibt es einen Input dazu von Gabriel Hessler. Und am Schluss ein Aufruf. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Und wenn du Jesus kennst, kannst du unbedingt dahin kommen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, komm doch auch, lern ihn kennen. Und wenn du Menschen kennst, die Jesus noch nicht kennen, vielleicht sind sie interessiert, erzähl ihnen davon und mal schauen, was diese Geschichten ihnen erzählen werden. Hier in diesem Saal finden die letzten Proben statt. Es gibt drei Lebensgeschichten. Rebecca ist ein junges, wildes Mädchen, das wirklich eine krasse Geschichte hatte. Irgendwann hat es eine Wende in ihrem Leben gegeben und davon erzählen wir dir. Claudia ist eine Mutter mit einem hyperaktiven und einem sehr kranken Kind. Auf der Suche nach Heilung. Eines der berührendsten Stücke für mich, was da alles geht. Und nicht, weil ein Kind vielleicht geheilt wird. Ein Kind, das vielleicht von mir gespielt wird. Ich will ja auch nicht alles verraten, ja? Und dann gibt es noch die Geschichte von Manuela und Vlado. Eine Beziehungsgeschichte. Eine nicht ganz so gesunde Beziehung. Und wie die Beziehung gesund werden konnte. Auf jeden Fall drei berührende Geschichten. Jede an zwei Abenden, eine ganze Woche lang. Es ist eine coole Zeit, eine anstrengende Zeit. Wir sind in den letzten Proben und bald geht es los mit der Tour. Naja, das stimmt halt jetzt nicht mehr, weil Langenthal ist ja schon vorüber. Es war großartig, eine tolle Woche. Viele Leute kamen und viele Menschen haben sich für Jesus entschieden, für ein Leben mit Jesus. Das war sehr berührend, das zu sehen. Und jetzt freue ich mich, dass das in Oftringen und in Basel noch passieren wird. Und vielleicht sieht man sich ja an einem der Orte, wo wir die Konzerte haben werden. Komm doch und sag hey. Hier machen wir uns bereit. Drei Musicals mit 10 bis 12 Darstellern, ziemlich viele Kleider. Wir machen jetzt einen Durchlauf vom Musical Claudia. Hier geht's zur Bühne und los geht's. Thank you.
Das ist mein guter Freund. Der Schwarztee. Ja, das war ein etwas anderer Vlog, aber kreativer sein, als ich es hier zurzeit bin, kann ich gerade nicht mehr. Es wird bald wieder andere Vlogs geben. Kommt und seht es euch an, es wird großartig. Ich darf in verschiedenen Rollen mitspielen, in allen Stücken, spielt keine Rolle, wo du kommst. Du wirst mich sehen und du wirst viele andere coole Leute und vor allem coole Geschichten sehen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist. Ich freue mich auch über ein Like für dieses Video. Abonniere meinen Kanal, wenn du weiter wissen willst, was ich so alles mache. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Ja, komm doch unbedingt. Bring deine Freunde mit und lass dich berühren. Und für alle die mich immer fragen, welches dieser drei Stücke sollte ich denn jetzt gesehen haben, komm einfach am Montag oder Dienstag vorbei, sieh dir das erste Stück an und ich denke, du wirst die anderen zwei auch noch sehen wollen. Es wird großartig. Bis dann.